zu Kladun X2. Es ist ein bisschen sehr besonders, weil tatsächlich die Steuerung mit der Maus auch noch ein bisschen funktioniert. Und die Steuerung ja total von uns ist. Das müssen wir jetzt mal hier ein bisschen ändern. Oder? Lassen wir das so oder machen wir das anders? JKML? Na gut, okay. Wir lassen es einfach mal so. 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 In real machen wir das mal, nicht in Retro hier. Wait up to 5 costs mal quite. Ja, gut, okay. Also, wir können 5 Sachen erledigen. Das hat funktioniert auch nicht, deshalb müssen wir alles per Hand machen. War ja klar, ne? Dann kommen wir mit I und L das Ganze steuern. Ja, ja. Wir stimmen da einfach mal drauf zu und hoffen, dass das gut ist. Yay, ich hab ein Schwert. Ah, so, jetzt muss ich die ganze Steuerung aufrufen. Guck mal hier, sehen wir das. Du kannst hier nicht mit der Maus steuern, das ist natürlich richtig fatal. WASD. Das ist der Ausgang und da gehen wir jetzt natürlich direkt durch, ne?
So. Wir haben noch nicht sehr viel gefunden, aber es geht weiter. Da kommt auch schon der Nächste, der uns was Kleines zu sagen hat. Ich bin ein Newcomer, genau, ich bin ein Newcomer. Aber wie kann man nur auf diese Idee, das hier Newcomer zu nennen? Aber naja, gut, okay. So. Ist das hier auch ein bisschen interessantes Spiel. Wir haben ein Schild bekommen, das sehen wir da jetzt. Sehr viel Text wartet hier ab und zu auf mal auf ein. Was man sich dann gerne mal durchlesen kann, wenn man es möchte. So, ich überspringe das mal Ganze. Ja. Können wir hier natürlich jetzt auch einiges hier durchgehen. Um dann natürlich auch irgendwo hinzukommen. Nee, das ist ein Shop, da brauchen wir nicht. Ich hoffe, es ist ja ganz schlimm, ne? Administrator Office. Ja, die Sache ist die. Wir haben hier eine Sache zur Auswahl und das ist natürlich dieses hier. Schöne Sachen mit dabei in den Kisten. Win. So, und raus. Und schon.
haben wir das geschafft. Ja, ihr merkt schon, es ist ein richtig spannendes Spiel und da sind wir wieder. Da sind sie alle wieder. Hey! Ach, was für ein Spiel, Leute. Also, Platon X2, ein Spiel der richtigen Freude und Spaß. Vor allem die gerne den klassischen Teil des Spiels gerne mal wiedersehen möchten. Ich überspringe das mal Ganze, weil es ist ein bisschen viel in diesem Sinne gerade. Wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr zeigen und das können wir jetzt zum Beispiel hier tun. Es sind verschiedene Tische, wo man sich dann zum Beispiel noch hinsetzen könnte. Wollen wir aber nicht. Wir können hier zum Beispiel was ausführen. Zum Beispiel. Na, das ist nur eine kleine Sache, was so ein bisschen neue Musik hier bei ihr bringt und großer Esstisch. Alles in dem Sinne nicht so ganz wichtig, was wir jetzt hier brauchen. Ich würde eher sagen, wir starten in eine neue Stage. Und zu dieser neuen Stage wollen wir uns jetzt begeben. Das Gate ist geschlossen, das ist doch schade. Ja, wie soll man sagen, spielt's doch einfach mal selber. Kladun X2. Oder kauft es euch und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auch mit dieser Person, wer weiß. Wir sehen uns. Tschüss und auf Wiedersehen.